Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück zu einem weiteren wunderbaren Video auf diesem, wunderbaren Kanal, wo wir immer nur wunderschöne Menschen zu sehen, Freunde. Wir sind back am Start mit TJ Beastboy, mit T und Flixi. Flixi, ich kenne Flixi nicht. Ich habe den Namen schon mal gelesen, bin ich der Meinung, aber ich habe noch nichts von ihm oder ihr gehört. Ich bin aber sehr gespannt, Mann. Wir haben jetzt hier keine Chain, produziert von Kira on the Phone, mit dem besten Producer-Tag, den ich einfach über alles liebe. Deswegen schaut uns an Kira schon mal und wir hören jetzt rein bei TJ Beastboy und Flixi mit Keine Chain. Ich bin sehr gespannt. Der letzte Song von T, den wir uns gegeben haben. Oh, ich habe den Namen leider vergessen, habe ich sehr gefühlt. Das war so dieses mit dem Meer im Hintergrund. Das war so auf ein Freestyle angelehnt, finde ich. Hatte einen sehr, sehr schönen Vibe, wo ich die Atmosphäre einfach unnormal gefühlt habe. Falls ihr die Reaction dazu sehen wollt, oben im i werde ich sie euch reinpacken, Freunde. Falls ihr neu sein solltet, lasst gerne ein Abo da. Und beim letzten Mal haben mich viele gefragt, weil ich es da angesprochen habe. Es gibt auf meinem Instagram ja ein Video, wo Tadel sich ein Video von mir ansieht auf dem Handy, damals noch aus einem Vlog von Luna, wo er dann darauf reagiert und sich voll freut und gerade einer am Buffen ist, während er ein Video von mir ansieht. Das ist immer noch bei mir auf Instagram, das haben viele nicht gefunden, ihr müsst aber ganz, ganz, ganz runterscrollen. Das ist mein allerletzter Post auf Instagram, mein allererster Post. Da könnt ihr das sehen, wie T sich dann eine Reaction von mir reinzieht auf dem Handy. Und ich bin so ein kleiner Fanboy damals gewesen und jetzt immer noch, dass ich mich voll gefreut habe und das gepostet habe, weil das für mich schon eine coole Sache war. Egal, Freunde, ich würde sagen, wir hören jetzt rein bei TJ Beastboy, bei Tadel und Flixi mit Keine Chain. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr drauf. Let's go. Leider kein Musikvideo, soweit ich weiß. Ey, Freunde, Real Talk jetzt. Wenn ihr auch noch nicht Flo oder Flo abonniert habt, könnt ihr jetzt gerne ein Abo dalassen. Ich sag's nur, wie es ist. Okay. Oh, Bro, der Beat ist ja harder gedroppt als alles andere bis jetzt in meinem Leben. Holy shit. Okay. Der, ich habe mit was ganz anderem gerechnet, aber es geht direkt in die Fresse. Okay, ich bin ganz ehrlich, ich bin von so diesen lauten, nicht, das war jetzt ja nicht so gescreamt, aber so dieses Ruffe am Anfang bin ich immer nicht so krass der Freund von. Ich sag's, wie es ist. Der Beat gefällt mir aber sehr, sehr doll bis jetzt. Ich möchte ganz kurz nochmal gucken, was er gesagt hat, weil das waren gute Sachen, die er gesagt hat. Oh, der Beat ist mächtig. Okay, um mich gut zu fühlen, brauche ich keine Fame, kein Like, keine Klicks, kein gar nichts. True. Das ist alles auch, nichts wert im Grunde genommen. Wenn man sich darüber definiert, dann ist es wie so eine Droge, wenn man davon irgendwann nicht mehr genug bekommt. Dann kann man sich nur noch mit diesen Sachen gut fühlen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist kein gutes Belohnungssystem in deinem Gehirn dann. Oh, ey, die Stimme ist so crispy clean, Mann. Holy shit. Nackt in einem leeren Raum, Oma noch fly. Deine 80 tollen Schuhe kommen aus Kinderarbeit und das weißt du auch selbst. Doch die sind gerade im Heim. Der gibt dir. Oh, ey, der Flow von Tadel ist gerade so angenehm. Der ist richtig angenehm, Mann. Der ist richtig angenehm. Kinderarbeit und das weißt du auch selbst. Doch die sind gerade im Heim. Der gibt dir vor, was du trägst oder bist du. Definition eines Hähnchens im Wind. Ist ein lebloser Klon, das ein Leben bestimmt, was die Generation laut den Medien will. Ey, wie er einfach durchrattert und dabei Real Talk kickt. Dass man sich nicht über Hype und Stuff definieren sollte, sondern mal eine eigene Personality und eine eigene Meinung auch haben sollte und dazu stehen sollte und nicht nur eben der Mitläufer sein soll, der sich über Hype-Sachen definiert, die im Endeffekt für einen selbst gar keinen Wert haben, sondern sich mal in die eigene Nase fasst oder beziehungsweise mal im Spiegel guckt und sagt, ey, was bin ich eigentlich, was macht mich aus, worauf habe ich eigentlich Bock? Und nicht nur, hey, was finden die anderen cool und wie muss ich mich dann anpassen, um dazuzugehören irgendwie? Und ich mach, was ich will, Real Talk, wenn ich will, euch auf zu rappen und Beatbox. Oh, ich liebe Tadel für solche Sachen. Ich liebe ihn. Ich liebe ihn. Weil er es halt wirklich so ist. Er ist halt wirklich so. Er sagt halt wirklich, ey, wenn ich keinen Bock habe, das zu machen, mache ich das nicht. Und wenn ich jetzt Bock habe zu Beatboxen, dann beatboxe ich jetzt für 2, 3, 4, 5 Sekunden. Und es juckt mich nicht. Es juckt mich nicht. Oh, ich liebe ihn für solche Sachen, Mann. Für diese Einstellung einfach. Oh, mächtig. Ich bin echt krass talentiert. Ich komme in deine Stadt und ich lass sie gefrieren. Ist okay, man entlad deinen Hass ruhig an mir. Aber kämpf gegen mich und du kannst du verlieren. Ich geh keinen Fick, man schau mich an, ich glaub man sieht das. All deine Erfolge sind in meinen Augen Peanuts. Ich hätte euch in Games, die ich selbst nie gespielt hab. Outfit of the day, all black wie ein Priester. Für mich Trap.
Outfit of the day, all black wie ein Priester. Holy shit, dieser Flow Change und die Stimmlage gefällt mir sehr. Jetzt ist die Frage, ist Flixi ein alter Ego von Tadel, so wie es bei Kollege Young Latino zum Beispiel ist? So ein alter Ego, wo man halt ein bisschen anders rappt, in einer anderen Stimmlage, ein bisschen schneller. Oder ist Flixi eine eigenständige Person? Wir werden es herausfinden, aber der Part gefällt mir bis jetzt sehr, sehr gut von Tadel hier. Kannst du verlieren? Ich geh keinen Fick, man schau mich an, ich glaub, man sieht das. Ich geb keinen Fick, schau mich an, ich glaub, man sieht das. Real Talk, auch gute Zeile, gefällt mir sehr. Gegen dich, wie kannst du verlieren? Ich geh keinen Fick, man schau mich an, ich glaub, man sieht das. Oh, ey, ey, jede Zeile ist so gut eigentlich für sich. Ich töte euch in Games, die ich selber nie gespielt habe. Das ist so eine Boss-Zeile einfach. Ich töte euch in Games, die ich selber nie gespielt habe. So eine Boss-Zeile. Einfach die Balls auf den Tisch hauen kurz. Oh, ey, ich sag's wie es ist. Ich sag's wie es ist. Der Anfang, wo ich noch so ein bisschen skeptisch war, ist jetzt weg. Ich fühle den Song zu 100%. Gerade auf einer dicken Anlage oder im Auto. Wenn einfach dieser Bass durchschallert, deswegen Shoutouts des Todes an Kira für diesen Masterbeat. Für diesen Masterbeat und wie Tadel darauf flext, ist nicht normal. Wie Tadel darauf flext, ist nicht normal. Ich freue mich jetzt schon auf die Reaction von JGigi. JGigi, muchos gracias, wie du immer sagst, Bruder. Kuss, ich freue mich jetzt schon auf deine Reaction darauf einfach. Jede Zelle meines Körpers sagt, ich bin der Coolste. Erinnert mich an jede Zelle meines Körpers ist glücklich, jede Zelle ist voll gut drauf. Und das hatten Manu und Tadel früher richtig oft zusammen gesungen, irgendwie bei TTT und Minecraft. Bei Hero hatten sie es auch gesungen und bei Aura auch. Da war immer dieses Ding, das hat mich voll, ey, das, ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, aber es hat mich gerade voll daran erinnert. Voll eine schöne Zeit, Mann. Ich bin der Kutze. Oh mein Gott. Ich bin kein Zentimeter Messgerät, doch ich bin ein Ruler. Ein Ruler, also ein Bestimmer, eine Bestimmungsperson, jemand, der Sachen ruled, entscheidet, Führungsperson. Aber er ist kein Lineal. Lineal, Zentimeter Messgerät, Ruler, also Lineal auf Englisch heißt Ruler. Ey, bilinguale Vergleiche, die Sinn ergeben, liebe ich. Und das macht Tadel so oft, dass er bilinguale Sachen kickt, die einfach strong sind. Die einfach fucking strong sind. Ruler! Ey, dieser kleine Mario-Jump-Sound noch da drin. Für solche Sachen, ich weiß nicht, ob das jetzt die Kira und Tadel sieht man auf Instagram des Öfteren, setzen sich oft zusammen und arbeiten Beats auch zusammen komplett. Aber ich weiß nicht, wer die Idee hatte mit dem Mario-Sound drin, aber solche Kleinigkeiten liebe ich auch immer. Ey, die Clowns-Auto-Zeile, es ist auch so gut, man kann jede Zeile kurz anhalten bei Tadel. Auto rein. Ey, auch schön noch die Leute, die sich über ihren Körper und ihr Aussehen nur definieren, gefrontet. Ist natürlich nicht schlimm, wenn dann jemand Bock hat, zu pumpen und sagt, ich möchte das wirklich für mich machen, hey, I'm fine with it, aber wenn man sich damit profiliert und darüber definiert, dann ist das eine andere Sache und die hat er auch nochmal weggefrontet, so, dass hey, dir deine Handelbank da auch nichts bringt, um mit mir mitzuhalten. Nice, Mann, nice, einfach. Einfach am Flexen. Glaube, nein. Auch nicht weit. Ich bin einfach im Müll, Freunde. Wir haben noch eine DC Harlequin-Line bekommen. Ich bin Hammer wie die Waffe von Harlequin, glaube ich. Harlequin hat hauptsächlich in den Comics, in den Verfilmungen und so noch nicht so präsent, aber so einen Hammer gehabt. So einen rot-weißen, der auch eben zu ihrem Outfit passt. Oh, ich bin gerade happy, Freunde. Ich bin happy als Nerd, bin ich einfach gerade sehr happy. Die Funny-Frisch-Zeile fand ich auch gut, weil ich glaube, jeder schon mal dieses hey, du bist ziemlich funny, so wie Frisch, hahaha, gesagt hat. Und dass er das jetzt einfach hier relativ gut umgebaut hat, mit dem Augenzwinkern auch dahinter. Sehr nice. Funny-Frisch.
ich keine Likes, um mich gut. Oh, ich dachte, der Beat setzt ein. Ich hätte jetzt den Beat ein, jetzt sehr gefühlt. Brauche ich keinen Frame, keine Whip, keine Klicks, nein, ich brauche nur ein Knife. Um mich gut zu fühlen, brauche ich keine Chain. Hm. Um mich gut zu fühlen, brauche ich keine Likes. Um mich gut zu fühlen, brauche ich keinen Frame, keine Whip, keine Klicks, komischer. Ich bin umgeben von kleinen Trotteln wie Olimar. Okay. Mit dir im neuen Follower, werden Freunde komischer. Ich bin umgeben von kleinen Trotteln wie Olimar. Von kleinen Trollen wie Olimar. Ey, ich habe leider nie Videospiele wirklich gezockt, Mann. Das einzige Videospiel, was ich wirklich gegrindet habe, ist Skyrim und Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist und früher Pokémon halt, so Nintendo-Stuff ein bisschen. Aber ey, könnte was von Final Fantasy oder so sein. Oder WoW. I don't know. Sich an wie auf einer Bowlingbahn, weil ich mit der Tommy Gun. Kugeln auf die kleinen Waffen, Pisser schießt. Sie sind in mich verliebt, weil ich bin sweet. Ich bin on fire und entdeckte wie ein Swisher Sweet. Holy shit, ey, schöner Flow, Mann. Wie gesagt, ich kenn Flixi nicht. Aber sehr angenehme Stimmlage auch. Pisser schießt, sie sind in mich verliebt, weil ich bin sweet. Ich bin on fire und entdeckte wie ein Swisher Sweet. Bitch, please. Jeder eurer Songs klingt gleich und jeder meiner Songs ist nice. Bro, ich pull up in deiner City und fahr dann zu deiner Haltestelle und kauf mir einen Jank. Nimm ihn dann, lass ich einen Zug aus meiner Dose, mach heute down, mache danach einen Selfie mit einem Fan. Sag dann bitte. Holy shit, auch dieser Beat. Ich muss einfach Kira auch nochmal einen dicken Kuss geben. Kira, wenn du das Video hier irgendwie sehen solltest, ja, ich möchte dich gerne umarmen und dir einfach so einen schönen, so einen Stirnkuss geben. So, ich nehme deinen Kopf und mach einfach einen schönen Stirnkuss und dann umarme ich dich nochmal. Genauso wird's aussehen. Genauso wird es aussehen. Wunderschön nämlich. Lass dich einen Zug aus meiner Dose, mach heute down, mache danach einen Selfie mit einem Fan. Sag dann bitte schön, geh doch, laufe weiter und auf einmal kommen du und deine motherfucking Gang. Deine fängt zu weinen an, der andere ist hässlich. Einer bist du und der vierte rennt weg. Nice! Holy shit, Flixi ist auch krass am Flexen, Digga. Holy fuck. Mache danach einen Selfie mit einem Fan. Sag dann bitte schön, tag noch, laufe weiter und auf einmal kommen du und deine motherfucking Gang. Deine fängt zu weinen an, der andere ist hässlich. Einer bist du und der vierte rennt weg. Swag. Ey! Holy shit! Ich hab diesen Song geöffnet und dachte, ah, kein Musikvideo. Ist vielleicht so eine B-Side-Single. Wird vielleicht jetzt nicht so überkrass sein, aber ich hab Bock, mir das anzuhören. Und dann werden wir so weggeflasht und weggeflext. Holy fuck, Mann. Ich besitze jetzt hier schon 13 Minuten gleich bei einem 2,5-minütigen Song, weil ich so oft pausieren musste. I'm so fucking sorry, Leute, wenn es jetzt sehr anstrengend war, diese Reaction hier zu gucken. Aber holy fuck. Was ein krasser Song einfach. Und ich meine, alles vom Song ist krass. Der Beat, Kira hat ein Meisterwerk geschaffen. Dann Shoutouts des Todes an T und an Flixi, wie sie diesen Beat auseinandergenommen haben. Sie haben diesen Beat zerstört. Ich muss den Beat wieder zusammenpuzzeln. Er liegt hier überall verteilt, Mann. Ich muss es wieder zusammenkleben irgendwie. Kacke, ich fühle mich gerade sehr wie Legolas, Digga. Ey, Legolas immer noch mein favorite Character. Ich sag's, wie es ist, aus A Lord of the Rings. Don't judge me, come at me, guys. Was ist euer favorite Character? Was ist euer favorite Character aus A Lord of the Rings? Legolas, aber ich bin auch sehr... Ich bin auch sehr bogenfanatisiert. Egal, Freunde, anderes Thema. Ich will einfach Shoutouts des Todes geben für dieses Meisterwerk. Keine Chain, krass, wie beide auf diesen Beat gekommen sind. Heftige Shoutouts an Kira für diesen Beat. Der Part von Tyler hat mir ein bisschen besser gefallen, muss ich sagen. Aber am Ende ist Flixi nochmal krass reingekommen und hat einfach den Beat zerstört, muss man sagen. Abnormal. Textlich hat mir aber der von T besser gefallen. Lasst mir eure Meinung davon. Ich will das Video nicht noch länger ziehen. I'm so sorry. Habt einen wunderbaren Tag, bleibt fresh, so wie immer natürlich. Und ciao.